Egal, wie eng Ihr Forschungsprozess und Ihr Schreibprozess miteinander verknüpft sind, ob Sie eher theoretisch oder empirisch geforscht haben, ob Sie mit Stift und Papier zu Ergebnissen gekommen sind oder ob ein Analyseprogramm Ihnen einen Bericht ausgegeben hat oder ob sich die Flüssigkeit in der Petrischale nun verfärbt hat oder nicht. Irgendwann stehen Sie an dem Punkt, wo alles vorbei ist. Das Experiment ist abgeschlossen, die Literatur ist analysiert und verglichen, die Daten sind ausgewertet. Im Grunde haben Sie das Gefühl, Sie wären fertig. Wenn da nicht noch das Verfassen dieser Bachelorarbeit wäre. Denn Ihre Betreuerin oder Ihr Betreuer will ja nicht nur kontextlos das Ergebnis präsentiert bekommen, nein, Sie wollen ja eine 20 bis 30 Seiten lange zusammenhängende Arbeit lesen. Mit roten Faden, Forschungsstand und allem drum und dran. Doch alles, was Sie bis jetzt haben, sind zusammenhanglose Textteile, oder Sie starren vielleicht auf ein leeres Blatt Papier und wissen nicht recht, wo und wie Sie mit dem Schreiben anfangen sollen. Damit sind Sie nicht alleine. In dieser Lektion berichten Studierende von ihren eigenen Schreibstrategien und auch von Herausforderungen. Außerdem beschreiben Lehrende, wie sie die Bachelorarbeit so verfassen können, dass sie ein Großes und Ganzes ergibt. Ich zeige Ihnen außerdem aus einer schreibdidaktischen Perspektive, wie Sie lange Arbeiten gliedern können, wie Sie motiviert bleiben beim Schreiben und wie Sie Perfektionismus vermeiden können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Erfolg bei dieser Lektion.